Mikrofon. Nun an, gibt es mal wieder nun an. Und damit ein herzlich willkommen zu einem weiteren Lucky Blocks Video. Und mit dabei ist auch der Date. Hi. Ja, genau, Leute. Der Date ist wieder mit dabei. Und zwar haben wir diesmal etwas ganz Spezielles vorbereitet. Und zwar haben wir diesmal eine kleine Speed Challenge gegen den Battle Tower Golem vorbereitet. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir öffnen jetzt Lucky Blocks, rüsten uns aus und am Ende bekommt jeder von uns einen Battle Tower und wir müssen es quasi versuchen, so schnell wie möglich den Battle Tower Golem zu besiegen. Und wer es halt schneller schafft, der gewinnt diese Challenge. Wenn ihr öfters was sehen wollt hier mit dem Battle Tower Golem Mod, der ist nämlich richtig geil, dann lasst auf jeden Fall mal einen gediegenen Like da. Ich würde sagen, bei 2000 Likes gibt es direkt die nächste Folge von dieser Challenge. Und ich würde sagen, wir können einfach mal ohne lange zu blabbern, fangen wir einfach mal direkt an. Bist du bereit? Los geht es! Ab geht die Post, okay. Wir haben jetzt hier auch ein paar Rainbows, paar Spiral, paar Royal Lucky Delta und paar Astral-Leute. Also die ein bisschen von allem. Müssen uns helfen. Oh, Pufferfischpick. Oh Gott, Pufferfischpick ist gut. Jetzt. So, Leute, erstmal die ganzen Schweine hier gekillt. So muss es hier laufen. Okay, jetzt aber. Schwein, Schwein. Ich muss jetzt auch, Chicky, Chicky, Schwein, was ich bekommen muss. Was? Ein Diamant auf jeden Fall. Also mehrere, wenn es möglich ist. Oh, hier liegen Sachen. Das meinte ich. Eine Diaspitzhacke, weil, Leute, wir müssen nämlich auch alle. Scheiße, die habe ich. Oh ja, nein, nein, das ist meine gewesen. Echt? Ja. Okay, komm, dann kriegst du sie wieder zurück. Nee, hier, komm, ist schon gut. Alles okay. Gut. Weggegangen. Also wir müssen nämlich auch alle, alle Spawner abgebaut haben, Leute. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Weil deswegen brauchen wir eine gute Spitzhacke, damit es auch relativ schnell geht. Alter Schwede, ich bekomme die ganze Zeit hier diese Fallen. Okay, Leute. Defender of the Universe. Alles klar, Leute. Genau, ein Eisengolem, der das ganze Universe einfach mal defendet, sag ich mal, um das hier mal auf Deutsch zu sagen. Okay, nein. Okay, ich habe ein paar Diamanten am Start. Komm mal her. Oh, shit. Was machst du denn hier, Dage? Das kannst du mir doch nicht verkaufen hier, was hier abgeht. Das war eine minus 100 Lucky Potion. Oh, shit, Leute. Emerald Apple, der Extraklasse. Okay, irgendwie lag's gerade bei mir. Machst du jetzt nicht mehr. Oh, okay, weiter geht's. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, bitte nicht. Nein. Make it count. 1258 Angriffsschaden. Echt? Dicker. Oh nee, Leute. Okay, da hat er den Battle Tower Golem auf einmal besiegt. Das ist nicht gut. Aber vielleicht funktioniert es ja auch nicht. Einmal hat sie bei mir nicht funktioniert. Das war auch nice, sag ich mal. Okay. Oh shit, schon wieder Diamanten. Okay, Leute, also wir brauchen gute Rüstung auf jeden Fall. Und gute Waffen. Also eigentlich alles. Eigentlich braucht man alles. Alles in einem, sagen wir. Alles in einem, sag ich mal. Das ganze Paket. Oh, ja. Das ganze Paket der vollen Vertrauen, Leute. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, der Dave fängt jetzt auch wieder richtig an mit YouTube, deswegen abonniert den jungen Mann auch, er hat auch einen Kanal. Geht mal auf seinen Kanal und abonniert den jungen Mann. Lasst einen schönen Gruß. Da geht die nächsten Tage richtig rund zur Sache. Und da haben der Nuni von Bunny und der 3G-Attacker einiges geplant. Leute, ich werde nicht auch ein paar Mal dabei sein, nein! TNT! Haben wir da nicht einiges schon geplant hier? Da haben wir schon einiges aufgenommen, auch, Leute. Deswegen schaut auf jeden Fall mal ganz gediegen beim jungen Mann Dragedagé vorbei. Und lass mal ganz gediegen einen Like da. Spaß. Ja, das könnt ihr natürlich auch machen, aber nur unter Umständen, sag ich mal. Aber nur unter Umständen, wenn es ihm gefällt. Das ganze Ding gefällt, sag ich mal. Spiral Demolisher, ich brauch dich! Na! Ist er weg? Wir haben die Game wohl nicht angemacht. Okay, Leute, ich habe mir jetzt meine Sachen wieder geholt. Ich habe jetzt diese Pufferfische geholt und die Diamanten. Und jetzt geht's einfach mal direkt weiter. Wir hatten vergessen, die Game wohl einzustellen. Komm, aber jetzt geht's los. Ja. Ich habe mir wieder alles geholt. Ja. Also ist kein Problem, Leute. Kein Problem. Komm mal her hier. Achso, ich hatte auch noch eine Potion und so. Aber das ist jetzt kein Problem. Komm so mal her. Zack. Du, ich habe ein Glas dort. Warum? Ja. Gucken Sie mal meine Hand. Sehe ich so aus, als ob ich so eine Scheiße brauche? Oh nein, nein, bitte nicht. Na gut, okay, Leute, Attack, der bitte, gut. Ich brauche was Gutes. Jetzt habe ich mir zwar ins eigene Knie geschnitten, weil ich das beste Schwert gegeben habe, was ich gewinnen darf, aber... Eigene Knie geschnitten einfach. Ist ja nicht einfach so, reingeschnitten da. Ist ja nicht oh, so, sag ich mal. Oh, Cookies. Alla Cookies. Cookies, 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 Leute. Cookies, Cookies. Also wenn ihr mich glücklich machen wollt, schenkt mir Cookies. Ja, ich will auch Cookies haben. Ich habe mir letztens auf Amazon so eine amerikanische Süßigkeitenbox bestellt. Da sind jetzt so amerikanische Sachen. Wie teuer war die? Ich glaube 20 Euro oder so. Wie viel ist da drin? Weißt du, was ist im Kopf? Ich weiß nicht, vielleicht 1000 Gramm oder sowas. Jo, okay. Mit verschiedensten Leckereien aus Amerika. Das ist nice, oder Leute? Okay. Der Blick, Big Blue Blade. Der Blicky-Licky. Oh, ne. Musst du mir nachher mal zeigen. Oh, shit, Alter. Ich hab richtig nice Sachen, Leute. Ja, muss ich dir mal zeigen, Leute.
Ist oder wenn ihr sehen wollt, dass ich das aufpacke oder so und das mal esse, Leute, so als kleine American Candy Challenge. Gibt's ja immer so. Hier das Ganze. Dann schreibt's mal rein in die Kommentare und lass mal einen gediegenen Like da. LOL! Ich hab Eisenblöcke, die laufen! Ich will nicht die Eisenblöcke, die laufen und mich kaputt machen. Das ist überhaupt nicht mein Fall irgendwie. Alles klar. Kann man auf jeden Fall so im Raum stehen lassen, wie sie das meinen. Die haben sogar den Ofen ausgelöst, da kamen Kartoffeln raus, ihr blöden Dinger da, hey. Oh Mann. Okay, ja, Leute. Ja. Dinnerbone, das ist geil. Ich hab richtig geile Potions, muss ich sagen, aber halt noch nicht so. Nein. Jetzt, wo ich die Diamanten brauche, sind sie die. Hä? Die spawned. Ein unsichtbares Ding greift mich an hier. Ich muss weg kurz. Was ist da? Schöne Diamanten. Morgen übrigens gibt's wieder einen Pokémon Lucky Block Battle, Leute. Das wird auf jeden Fall auch richtig nice. Schaltet auf jeden Fall ein um 14.30 Uhr. Gönnt euch das. Alter, haut's da hin. Was bekomme ich denn hier für Tränke, bitte, Junge? Ich wäre auch mal dafür, dass der nun dann mal so eine Folge bringt, wo er so mit seinem Akzent spricht. Das ist doch mal ganz lustig, oder? Akzent? Ich hab gar nicht mal so einen Akzent. Ja, aber das wäre schon lustig. Badischen Akzent habe ich, Leute. Lass mal auf Badisch das Ganze machen. Weil ich wohne ja in Baden-Württemberg, sag ich mal. Aber ich muss sagen, ich rede also eigentlich Hochdeutsch so und so. Aber er kann auch einzelne Badisch. Wörter vielleicht. Bisschen. Ja, aber das kann er immer machen. Die habe ich vorhin bekommen, die habe ich jetzt wieder bekommen. Also zwingt ihn mal dazu. Bring ihn mal voll dazu. Bring ihm das mal bei. Aber nicht schonend, sondern auf die harte Art und Weise. Auf die harte Tour. Du willst es also auf die harte Tour, Dage. Na gut. Jetzt wird's ein bisschen. Das gehört hier nicht hin, hör mal hier. Das gehört mal wieder auf eine andere Plattform, sag ich mal. Haben wir es mal wieder an der Plattform. Oh Gott! Da haben wir es mal wieder auf der anderen. Los, was geht denn da hinten ab bei Dage? Renn, du Junge, Mann, renn! Aha, da macht er hier die Hex und haut dir einfach. LOL! Das war mein Hotkey. Oh, das ist gut. Nein. Oh, ich hab so ein Labyrinth. Nein, mein Lucky Horse stirbt. Oh, das ist bitter, muss ich sagen. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich auch nicht. Doch. Astral noch ein World. Ich rette dich. Boah, gute Sachen, Leute. Bidi, hallo. Nein. Boah, Lucky Puppy. Okay, hab ich mir gerade noch gegönnt. Okay, Lucky Puppy. Ich hab's gerettet. Oh, Leute. Wo ist denn der Lucky Puppy hin? Ich hab's gerettet. Du hast es gerettet, Dave. Unglaublich. Alles klar. Okay, so. LOL. Dage, guck mal, hier ist ein Dungeon gespawnt. Aber das ist nicht so cool, Leute, deswegen gehen wir da gar nicht erst rein. Alter Schwede, die hätten fast den Battle Tower zerstört hier. Alter Schwede. Okay, Leute, also ihr könnt jetzt mal in die Kommentare reinschreiben, und zwar genau jetzt, Leute. Schreibt es jetzt mal rein. In die Kommentare. Was ihr glaubt, wer gewinnt hier diese Challenge, Leute. Schreibt es jetzt mal gediegen in die Kommentare. Und schaut unbedingt mal. Würde mich auf jeden Fall interessieren, an wen ihr mehr Hoffnung habt, Leute. Jetzt schreibt es jetzt rein hier. Schreibt Hashtag Dage für Dage und Hashtag Nunan für Nunan. Aber natürlich werde ich gewinnen. Alter, dieses Lucky. Dieses Dage, Lucky denkst Horse. Du, gewinnt gegen mich, Leute? Denkt er wirklich, er gewinnt gegen mich? Alter, das kann er doch nicht ernst meinen, oder, Leute? Genommen? Das kann er doch nicht ernst meinen. Okay, ich hab schon die männliche Schreiker. Ich hab übel viele Pufferfische, okay? Hast du ein paar Pufferfische, hä? Nö. Hast du ein paar Pufferfische? Hä? Pufferfische. Pufferfische oder Pufferfische, was auch immer, Leute, was auch immer. Ich hab auch einen Dungeon. Ich hab sogar jetzt OP-Gold-Äpfel, Leute. So muss es laufen. Instant Gear Repair. Okay. Ist auch gut. Oh, was ist mit der Katze los, Mann? Der kickt beim Mikro oben hier alles durch. Diesen scheiß Klimperball. Das ist da, meiner! Okay, Dage. Ja, Oh, ich muss mal auf Toilette, Alter. Kennt ihr das? Leute, kennt ihr das, wenn ihr mal Pipi müsst, aber nicht könnt? Das kennt keiner von Leuten. Das kennt keiner von meinen Zuschauern, dass ich mal aufs Klo... Hexen! So. Und noch ein paar Smaragde. Jawohl, Leute. Aus Smaragden kann man nämlich Ausrüstung machen, Leute. Das wisst ihr, ja? Bereit? Danke, dass du mir das gesagt hast. Ja, ich hab's dir gerne gesagt. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir rüsten jetzt noch ein bisschen aus, dann sehen wir uns gleich, wenn der erste von uns in diesem Battle Tower Golem ganz nach oben marschiert, Leute. Also bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt ausgerüstet und ich gehe jetzt als erstes in den einen Battle Tower. Und wie gesagt, die Regeln sind, wir müssen hier alle Spawner abgebaut haben und dann am Ende den Battle Tower Golem besiegt haben. Und dann wird die Zeit gestoppt, Leute. Okay, ich stoppe jetzt die Zeit und zwar auf meinem gediegenen Handy. Achtung, die Monster kommen hier raus. Mach die mal weg, bitte, hier schnell. 3, 2, 1, es geht los, Leute. Und ab geht die Post. Okay, und ich baue direkt. Okay, ich habe den Star Miner, das ist richtig gut. Ich habe den Star Miner, ich kann einfach durchziehen. Okay, ich lasse die Zombies einfach in Ruhe, die sind mir egal. Ich muss die. Oh Gott, nein.
Oh Gott. Okay, die war. Oh shit, Alter. Oh Gott, nein. Okay, 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 okay. Ich hab's, Leute. Ich hab's. Alter, ich bin schon bei der zweiten Stufe, Leute. Das könnte schnell gehen. Das könnte schnell gehen. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Okay, ich trinke mal die Potion und zwar eine Strengthening Lucky Potion. Dann kann ich einfach durchziehen. Okay, und los geht's. Bam, Leute. Okay, Dage, was sagst du da unten? Was sagst du da unten? Bist du am Start da unten noch? Ja, ja, alles gut. Ich stehe hier unten und guck mal gerade gespannt zu. Guckst du zu, oder wie? Okay. Ja. Alter. Okay, okay. Ich hab auch noch eine richtig gute Ausrüstung, muss man einfach sagen. Das ist klar. Oh, das ist hier in den Kisten drin eigentlich gar nichts. Oh nein! Jetzt kommt hier so eine Spinne rein, ey. Das kann nicht sein. Jetzt kommt hier so eine Vergiftungsspinne. Okay, eine Minute habe ich schon. Eine Minute habe ich schon. Oh, Alter, wie lange dauert es denn ein bisschen hier nach oben? Das kann ja nicht sein. Oh, shit. Okay, nächsten gemacht hier. Geh weg, du Spinne, hey. Okay, ich glaube, ich bin schon oben, ich bin schon oben. Ich bin schon oben, Dage, noch eine Minute. Er ist nicht da. Okay, Leute, auf dem einen Battle Tower war leider kein Golem mehr, weil wir den Aussehen weggemacht haben. Deswegen haben wir jetzt hier einen neuen Battle Tower gesucht und haben einen gefunden und jetzt gehe ich hoch. Okay, wir sind jetzt hier stehen geblieben bei 1 Minute und 6 Sekunden. Okay, jetzt gehe ich hoch. 3, 2, 1, los geht's! Da ist der Battle Tower Golem! Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe ihn kaputt gemacht. Mit dem ich habe ihn kaputt gemacht. 1 Minute und 10 Sekunden. 1 Minute und 10 Sekunden. Sage, wie willst du das bitte überbieten? Wie willst du das bitte überbieten? Ich habe noch nicht mal alles eingesetzt, was ich hatte. Ich hatte noch über viele Tränke und sowas. Das tut weh, das wird so hart. Ich würde sagen, jetzt ist der Dage dran. Und ich war unbesiegbar, weil ich Resistenz hatte, Alter. Guck mal, ich bekomme keinen Fallschaden, gar nichts. Alter, oh Mann. Wie geil ist das denn? Tschüss. Okay, jetzt 1 Minute 10. Okay, Dage, jetzt bist du dran. Okay, wir fliegen jetzt zum nächsten. Und dann ist der Dage dran. Okay, Leute, der Dage ist jetzt dran. Wir haben jetzt hier noch einen Battle Tower. Alter, da ist eine Spinne, die will schon raus hier. Die will schon den Dage angreifen. Wir haben jetzt hier einen Battle Tower gefunden. Und Dage versucht jetzt auch sein Glück. Okay, 1 Minute 10 ist zu überbieten. Beziehungsweise zu unterbieten. Okay, bist du bereit, Dage? Jawohl. Ich stelle jetzt die Zeit. Und es geht los in 3, 2, 1. Ab geht die Post. Ups, okay, schauen wir mal, zack. Was der Dage sich hier, wie der Dage sich anstellt. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, der Alter, er ist so schnell. Ich komme hier nicht er ist so hoch. Schnell. Er Leute, ist so schnell, er kommt gar nicht hoch. Alter, ich hab die Spinne gerade. Ach, ich muss sie gar nicht. Gerade mit einem Hit gekillt, Alter. Oh Gott, Leute, was geht denn bei ihm ab, Leute? Ich war weg hier. Was geht bei ihm nicht mehr fit? Alter, okay. Das wird Rekord, Junge. Das wird so aus dem Rekord, Alter. Gott, ich komme nicht durch, ich bin so schnell. Oh nein, es sind erst 3 Sekunden rum, er ist schon fast oben. Nein, ich kann nicht das sein. Ding. Oh ich ja, das ist. Da hat er ein bisschen Zeit verloren. Das so ja, das ist gut. Das ist mehr wie gut. Alter, mehr als gut. Ich bin zu schnell für mein Gemüt. Du bist zu schnell, du kommst in irgendwelche Löcher, fällst du runter. Ja, komm vor ein Loch. Nein, was? Ja, er ist runtergefallen. Alter, was? Dieses Scheißloch, Mann. Jetzt. Bin echt viel zu schnell. Okay, der letzte. Und da ist er. Zack. Da ist er oben. Gewonnen. Ja, gut. Du hast gewonnen. Oh. Eine Alter. Minute und 2 Sekunden waren Schnelligkeit 4, Mining Fat Typ Dings 2, Stärke 4, Absorption. Okay, Leute, wir machen jetzt hier noch zum Abschluss. Dage hat nämlich das Battle Tower Golem, die Battle Tower Golem Folge gewonnen. Bist du bereit, Dage, für den. Aua. Dankeschön. Bist du bereit für den letzten Kampf? Bist du es oder nicht? Okay, 3, 2, 1 und los geht es! Los! Nee, erste Pausen rein und dann noch die. Leute, ich hab das Tier hinter dir gekillt. Oh Gott. Oh Gott. Hast du getroffen oder was? Ich werde dich töten, Dage. Ich werde dich heimholen. Ich werde jetzt dazwischen spritzen. Du willst dazwischen spritzen, okay, Junge. Ich gönn mir jetzt noch eine weitere Potion. Ist mir alles egal jetzt hier. Komm her, ich schlag so schnell. Man sieht das überhaupt nicht. Nein. Wo bist du? Wo bist du hier? Du bist blind? Ja! Nein! Und direkt noch eine! Oh ne, die hat nicht getroffen. Meine Nase juckt! Die Nase. Hat der Fuzzi getroffen? Nö. Werde ich trotzdem töten! Oh Gott! Was? Bleib mal. Ja! Ich habe ihn trotzdem getötet! Meine Nase juckt! Was hattest du gerade für den Rain? Ich habe dich ein bisschen gesehen, irgendwie. In dem kleinen Ding. Alter, ich bin so weit weggeflogen, dass selbst mein Sword of Heavens nicht gereicht hat dahin, Alter. Alter Schwede. Okay, du hast Leute, so weit doch gehittet. Dann gehen wir einfach jetzt, wir haben es jetzt einfach gesagt, Battle Tower Golem hat der Dage gewonnen, ich habe das Battle danach gewonnen. 1 zu 1, jetzt gibt's. Das war auf jeden Fall richtig nice, also
Wenn ihr nochmal eine Revanche sehen wollt hier auf dem Kanal von mir, dann lasst auf jeden Fall einen gediegenen Like da. Hier, Battle Tower Golem ist nämlich richtig nice. Hier ist noch ein Lucky Block, den öffnen wir mal hier. Und lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut auf jeden Fall in der Playlist vorbei, da, um alle Lucky Blocks Videos zu sehen. Da gibt es ganz viele Lucky Blocks Videos, die ihr noch anschauen müsst. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, Snapchat, Twitter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Hab mich vor kurzem die 5000 Follower auf Instagram erreicht. Danke auf jeden Fall an euch. Bitteschön. Und gönnt euch die App von mir. Und da bekommt ihr nämlich auch alles mit. Da gibt es nämlich auch bald so eine App-Folge, wo ich dann quasi euch mal einblende in die Videos und so weiter. Das hatte ich, den Punkt in euch selber, den hatte ich auch. Wir waren so im Teamspeak und dann habe ich so gesagt, hey, das wäre doch voll geil, mal die einzubinden. Und dann sagt er, das habe ich auch schon überlegt, genau dasselbe. Da gibt es nämlich so eine Funktion quasi, dass ihr quasi, wenn ich einen Beitrag poste, in der App, also ihr könnt euch die gönnen, und zwar müsst ihr einfach Nunnern suchen bei Play Store und App Store, also der Link ist auch nochmal in der Beschreibung, um da direkt drauf zu kommen. Den downloadet ihr euch, und wenn ich dann einen Beitrag poste und ihr darauf könnt dann mit einem Video oder mit einem Audio oder mit einem Foto oder sowas antworten, also eigentlich richtig nice, besser, weil es gibt ja auch so Snapchat-Sachen, wo man das machen kann, noch besser als Snapchat, deswegen gönnt euch die App, wenn ihr im nächsten Video dabei sein wollt. Ja, noch besser. Und abonniert natürlich auf jeden Fall mich und abonniert natürlich auch Date, wenn ihr mehr von uns beiden sehen wollt und so. Da kommt auf jeden Fall cooler Stuff. Teilt das Video. Das gibt's auf jeden Fall. Teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden auf WhatsApp, Facebook oder Twitter. Würde mich sehr freuen. Und das war aber ein guter Schwabbeltime. Sehen wir uns in einem weiteren Video. Ciao, Leute. Okay, hau rein, nicht mal machen. Ciao, Leute. Wow. Blub.